Yo, was geht ab, liebe Freunde? Herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Uncharted 4. Ihr habt es im letzten Part gesehen. Die ganze Story hat eine krasse Wendung bekommen. Und ja, jetzt spielen wir wieder als die zwei kleinen Drakes hier. Ich spiele natürlich als Nate und das hier ist Sam. Und ja, wir sind hier irgendwie an so einem komischen Schloss oder so. Hat der Sam mich hingebracht. Und dann bin ich mal gespannt, was hier so geht. Kommt er mit? Er bleibt stehen. Ja, das ist schön. Er darf Schmiere stehen oder was? Und ich darf die Drecksarbeit erledigen. Ist ja fast so wie in der Gegenwart, wo sie erwachsen sind. Willst du deine Jacke zurück? Er bleibt in der Tat echt da unten stehen. Wir müssen weiter. Oh fuck. Ja gut, dann. Ich denke mal, wir sollen ja auf jeden Fall hier irgendwie in das Haus rein. Dann gehe ich mal außen rum. Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich ein bisschen klüger. Jetzt habe ich gerade irgendwelche Stimmen gehört. Was war das denn? Dass die Vordertür verschlossen ist. Ja, klar. Ich wollte auch nicht da rum, aber ich suche halt hier irgendwie nach Möglichkeiten. Habe ich eine Möglichkeit, hier hochzuklettern irgendwie? What the fuck? Ah, okay. Er steht hier schon irgendwo bereit. Okay. Gehen wir hinten rum, ja? Geil. Ich finde es auch richtig geil, dass es nicht chronologisch läuft, das Spiel, sondern einfach mal wieder zack als kleiner und zack da und zack boom und bap und bap. Hier, mir nach. Gib mir deine Flosse, Bruder. Gib mir deine Flosse. Give me your flows. Give me your flows. Okay, gut gemacht. Mann, ich bin einfach zu klein. Ich komme da nicht hoch, ey. Ja, er geht einfach weiter. Super. Okay, dann muss es so funktionieren. Und hepp. Jawohl. Was tun wir hier eigentlich, Sam? Verrat mir das mal. Komm, Nathan. Ja, ja. Ich komme, ich komme, ich komme. Aber wohin? Oh yeah. Gruselig. Ja. Ja, hier. Ich hab noch einen. Und suchen wir nach einem bestimmten Zimmer? Halte einfach Ausschau nach Büchern, Magazinen, Aufzeichnungen. Alter! Okay. Scary as fuck, Nigga, was ist das? Was ist das denn? Hier drin ist nichts. Ich durchsuche mal jetzt den Dachstuhl hier. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, nach was ich suchen soll. Nein. Hier unter dem Dach ist es nicht. Die Küsten sind voller alter Reise- und Campingausrüstung. Okay. Ab nach unten. Ab nach unten, ja gleich. Warte mal, du hast bestimmt was übersehen hier hinten. Ich wette mit dir, Sam, du bist ja eh so ein Hallo-Trido, dir ist es ja scheißegal, du läufst einfach rum. Danke. So, ich glaube, hier geht nichts. Ich glaube, hier geht nichts. Ja, ich komme ja schon, chill mal, ey, was bist du denn so? Mach mal nicht so, gerade eben hast du mich noch verraten, hey. Und wie finden wir sie? Was? Abends Notizbücher? Weißt du nicht mehr? Wir hatten immer diese cremefarbenen Einbände. Ja, ich weiß, aber das ist riesig hier. Wie eine Nadel im Heuhaufen. Na bitte. Weißes Leder. Sam, hier ist was. Echt jetzt? Nein. Relics of Togo, bla bla bla, kein bla 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 bla. Alles seltsame Namen, die keinen Hinweis geben. Für das, nachdem wir suchen, Sam, oder? Ich weiß doch nicht, auf, komm, scheiß doch auf die Suche. Lass mal eine Runde Tisch kickern, ey. Ich bin rot. Und du bist blau. Warte, ich war schon lange nicht mehr Tisch kickern, ey, echt. Ich war ultra gut immer. Sam! Komm her, lass mal eine Runde zocken hier, auf jetzt. Scheiß mal auf deine Schatzsucherei da ständig. Lass mal was anderes machen jetzt. Er kommt nicht. Hey Sam?
Nenn mich verrückt, aber das sieht aus wie eine Ming-Vase. Nathan, welcher zurechnungsfähige Mensch lässt eine Ming-Vase einfach so herumstehen? Ja, ist bestimmt nur ein billiges Imitat. Klar ist es das. Richtig? Richtig. Ja, ich steck gerade fest. Ich kann mich gerade nicht bewegen. Ich komme hier gerade nicht weg. Ach komm, ist das dämlich. Sam, verpiss dich, Alter. Ich leuchte dich jetzt an. Ist das witzlos, Alter. Ich kann nichts machen. Ich komme hier nicht weg. Ich bin eingesperrt zwischen ihm. Alter, ernsthaft jetzt, Mann? Was ist das denn für ein Scheißdreck jetzt, bitte? Schon wieder ein Glitch, Mann. Jetzt verpiss dich doch mal, Alter, Sam. Ich rasch gleich aus, Alter. Ich zieh dir die Lampe über den Schädel. Verpiss dich! Psst. Verpiss dich, Alter! Dämlich. Ich drück gerade alle Tasten durch. Ich komme hier absolut nicht weg. Ich kann nichts tun. Oh, leck mich im Arsch, Alter. Was für ein Scheißdreck, ey. War das mein letztes Safe-Game? Ja, normal schon. Ah, okay, perfekt. Ich dachte, jetzt müssen wir die ganze Kacke wieder machen. Was? Haben's Notizbücher? Weißt du nicht mehr? Die hatten immer diese cremefarbenen Einbände. Ja, ich weiß, aber das ist riesig hier. Wie eine Nadel im Heuhaufen. So, müssen wir die Sequenz mit der Ming-Vase nochmal durchmachen? Denk schon. Nenn mich verrückt, aber das sieht aus wie eine Ming-Vase. Nathan, welcher zurechnungsfähige Mensch lässt eine Ming-Vase? Oder vielleicht auch doch nicht. Gut, weiter geht's. Bewegt sich nicht. Hier, machen wir es zusammen. Bereit? 1, 2, 3! 1, 2, 3! Und 1, 2, 3! So. Oh, holy crap. Alter, Layers of Fear oder was? Hier links. Das ist naja. So eine Art Sarkophag. Ja. Ja. Sieh dich um. Hier stehen jede Tutanchamun. Sarkophage. Sam. Die sind echt. Was ist das hier? Tja, finden wir es heraus. Alright. Bin ich auf jeden Fall dabei. Ultra verlassen hier auf jeden Fall auch. Hey, erkennst du das? Ich... Sowas habe ich schon mal gesehen. Liegende Figuren. Etruskisch. Ah, stimmt. Ja, Mann und Frau. Gemeinsam begraben. Wie finster. Es ist etwas angsteinflößend hier. Alter, Latz, ja. Alter, den will ich aber auch im Dunkeln nicht begegnen, Kollege. So ein typischer chinesischer Krieger oder so irgendwas. Heftig. Erinnert mich so an Dynasty Warriors und so. Ihr wisst Bescheid. Alter, Latz. Erstmal weitersuchen, ey. Ich glaube... Nein, hier. Das ist römisch. 3., vielleicht 4. Jahrhundert. Mann, bist du klug. Du bist sowas von klug. Das Museum hier. Alter. Gibt es auch einen Dinosaurier-Trakt? Gut möglich. Okay, unten geht's definitiv auch weiter. Dann gehe ich zuerst oben lang. Ey, steh mir bloß nicht schon wieder im Weg, Alter. Wenn ich schon wieder hängen bleib wegen dir. Sam, verpiss dich! Was willst du immer in meiner Nähe? Ich schlag dich jetzt mit meiner Scheißlampe zusammen, ey. Ich schlag dich zusammen. Ich stech dich ab. Oh Mann, ey. Oh. Oh, wie cool. Ja. Seeflugzeug. So, Sam, komm. Wir machen jetzt hier weiter. Na bitte. Das ist es doch, oder? Sam, hier ist was. Echt jetzt? Nein,
Nee. Das ist nicht von Mom. Aber du bist auf dem richtigen Weg. Weiter. Okay, wir sind immer noch auf der Suche nach, in dem Buch von unserer Mutter? Ich bin ein Scherzkeks. Schon immer. Der beste. Der weltbeste Scherzkeks. Hey, Nathan, sieh mal her. Wer bin ich? Dr. Livingston, komm! Nicht schlecht. Ich lach nicht mehr über deine Witze. Du hast mich verraten gerade in der letzten Folge. Ich komme aus der Zukunft und sage dir, du wirst mich eines Tages verraten. Läuft weg. Und ein Brief. Was gebe ich für so eine Einladung? Was ist das denn? Lange nicht gesehen. Ich hoffe, du bist dieses Jahr mit dabei, Charles. Eine Einladung für irgendwas? Okay. Lass mal gucken, ich habe Hunger. Was geht denn hier so im Kühlschrank? Nichts. Das habe ich gelesen. My Journey to Lhasa. Es ist irgendwie unglaublich. Lhasa. Es geht um die erste Frau aus dem Westen in Lhasa. Eines Tages komme ich dahin. Oh, interessant, Nathan. Du bist ein richtiger Streber, wie er im Buche steht, ey. Kaum zu glauben, dass du so eine hübsche Frau bekommen hast. Das geht doch nicht. Sie ist auch eine Streberin. Ihr seid beide Streber. Und stopp, Baden-Württemberg, bitte. Wenn dir die ganze Welt offen steht, wo gehst du hin? Überall? Überall. Na gut. Mal sehen. Indien. Wir sehen uns das Taj Mahal an. Können wir? Er dreht sich und dreht sich. Sowjetunion. Na, no, nee, auf bitte nicht. Moskau. Nein, nein. Ja, wobei, ist bestimmt so eine geile Stadt, aber es ist mir viel zu kalt. Den roten Platz will ich mal sehen. Auf ein neues. England. Ja, England ist cool. Windsor Castle. Will ich auch mal hin. Das wäre cool. Auf jeden. Nicht wahr, Sam? Hey, sieh mich nicht so an. Nichts dafür, dass du noch nicht geboren warst. Viel erinnere ich mich eh nicht. Und so cool war es nicht. Aha. Okay. Ein letztes Mal. Brasilien. Hey, ja. Das ist mal was. So viele unentdeckte Orte im Regenwald. Und schon. So viele unentdeckte Stämme mit Giftpfeilen. Ja, das auch. Hey, sieh mal. Witzig. Fruchtbarkeitstotems. Alter, die Titten. Gebt euch das. Richtige Schläuche, Alter. Geht. Dieser Tisch ist so groß wie der im Speisesaal im Waisenhaus. Das Essen war hier bestimmt besser. So Jungs, jetzt wird es aber langsam mal Zeit, dass ihr das scheiß Buch findet. Mann, die haben hier bestimmt tolle Feste gefeiert. Alter, Alter, wie kann man hier noch ruhig schlafen, wenn man in jeder Ecke so einen Krieger hier stehen hatte, echt. Alter, guck der grimmig. Ich bring dich um, Satan ist gut, ach, was weiß der nicht. So. Hey, sieh dir diesen krassen Dämonenhelm an. Ist das ein Wikingerhelm? Komm, du weißt doch, dass Wikingerhelme keine Hörner haben. Der ist persisch. Ah, sorry. Oh yeah. Hier ist es so eine Sektion, da fühle ich mich dann wohl. Greif doch mal hier zu, kleiner Nate. Hm? So. Und eine neue Kiste. Mit einem Tagebuch. Nein. Also doch, aber nicht das Richtige. Denke ich mal. Lawrence von Arabien. Den Schinken wollte ich schon immer sehen. Ich auch nicht. Dann können wir ja weiter. Oh, Sam, ey. Stehst du mir den ganzen Tag im Weg.
Alter. Eine Turnierrüstung. Französisch. Französisch? Oui. Französisch. Hey, leuchte mit deiner Lampe vielleicht nicht so viel gegen die Fenster. Warum? Was passiert denn da? Hm? Oder hör einfach nicht auf mich. Ja, hier war auf jeden Fall schon lang keiner mehr da. Da ist die ganze Post noch. Steckt sogar noch im Briefkasten drin. Vor lauter Drücken und Brechen. Alter, hier geht's ja schon wieder hoch, ey. What the fuck? Da war ein Geräusch. Da war ein Geräusch, geh du vor. Ich trau mich nicht. Meine Herren, ey. Ist auch echt ein Riesenhaus, Mann. Verschlossen. Verschlossen. Marms Sachen sind vielleicht in einem dieser Räume. Wir müssen da rein. Ja, hier haben wir noch einen. Check mal den. Verschlossen. So, gut. Dann schauen wir noch mal direkt hier weiter. Hey, der Lüftungsschacht. Da oben. Was will ich jetzt in dem Lüftungsschacht, Alter? Nerv nicht. Sie meine liebste Emily. Echt jetzt? Deine Reise nach El Mirador klingt traumhaft. Haben die Maya etwas... Alter, kann ich das vielleicht mal vorlesen oder unterbrichst du mich jetzt hier die ganze Zeit? Dann fickst dich gerade, dann lese ich es nicht vor. So. Habt ihr das Salat? Jetzt hättet ihr das Salat. Oh ja. So kommen wir vielleicht in den Raum darunter. Nicht wir. Du. Was? Ich komm nicht durch. Schaffst du das? Soll das ein Witz sein? Schaff ich das? Okay. Dann zeig mal, was du kannst. Jetzt chill mal. Ich habe erstmal ein Buch gefunden hier. Nein. Nein. Auch nicht. Hier, sieh dir das an. Ich sehe mir das jetzt nicht an. Ich bin jetzt hier gerade beschäftigt. Chill mal mit deinem Ansehen, ey. Und ein neuer Hut. Lord Helmchen, Alter. Lord Helmchen. Weg nach oben. Komm her. Alter, was ist das denn? Was strahlt denn hier so rein? Ist das eine Lampe? Ein Strahler oder was? Ah, Sam, Alter, ja. Was ist denn jetzt schon wieder? Ah, ups. Eine Polaroid. Zeig mal her. Ich glaube, sie geht noch. Komm her. Selfie! Verlier's nicht. Ah, gleich haben wir es, gleich. Es gewinnt schon an Farbe. Gleich haben wir es, komm schon. Scheiß Polaroid, Alter. Was ist denn das für ein Zeitalter gewesen hier? So, dürft fertig sein. Wie geil. Sehr gut. So, und nu? Hier oben. Hä? Ach so, wir sollen da hochklettern. Ja, jetzt warte mal, Mann, Alter. Ich will hier kurz noch ein paar Sachen abchecken. Was davon übrig ist? Nee, ich lese da jetzt nichts mehr vor. Ihr habt es mir schon versaut. Wenn ihr mir ständig dazwischen babbelt, dann lese ich davon nichts mehr vor. Oh yeah, let's do some music. Come on. Play some old school techno. Oder klassisch. Ja, ich kenne den Hinweis, dass ich da hoch soll. Ich will aber hier gerade noch ein bisschen was anschauen. Okay, komm. Geh mal halt hoch. Ich bin schon dabei. So. Wenn einer fällt, dann du, ey. Ich fall nie. Ich denke mal, ich muss hier ans Fenster.
Ne, warte mal. Doch, ah ne, doch darüber. Okay. Oh, oh, oh! Lol. Oh, sorry! Dann machen wir hier einen Rabatz hier, ey. Meine ganze Einrichtung kaputt. So. Ab aufs Steuerrad. Oh, vorbei an dem Rauchmelder. Ja, der Rauchmelder ist noch aktiviert hier, obwohl seit Jahren keiner mehr da ist. Macht Sinn. Oder ist es Lichtanlage, Kamera? Keine Ahnung. Man weiß es nicht. Sieht aber ja nach dem Rauchmelder aus. So, ab in die, durch den Schacht hier. Wäre jetzt schon irgendwie ultra nice, wenn irgendwas kommt, um einen zu erschrecken. So, ich meine, ich bin ja sowieso voll der Horror-Fan. So, das wäre jetzt irgendwie voll cool, obwohl es überhaupt nicht ins Szenario passt. Aber ich hätte Bock drauf. Ich hätte jetzt gerade richtig Bock drauf, dass da irgendwie so ein hartes Viech kommt. Also, so, let's do this. Come on, nochmal. Und weg damit. Komm schon. Sehr schön. Gut gemacht, kleiner Mann. Gut gemacht. Okay, bin drin. Ich mache ihn erstmal auf. Von hier ist sie auch verriegelt. Hä? Oh, was ist das denn? Codein. Oh. Ein Haufen Schmerzmittel. Codein? Let's have some Codein shots. Feeling high, getting loaded. Or take some pills and go to La La Land. Aha. Ach. Irgendwas Schnulziges. Uninteressant. Wann ist die Hauseigentümer? Dr. Ming? Seine Frau Evelyn und... Ja, das kleine Kind. Dr. Ming. Hab ihn. Dr. Ming. Das war gerade das Einzige, was mir irgendwie in der Art koreanisch-chinesisch in den Kopf gekommen ist, weil wir vorhin irgendwas von wegen Ming-Wasser hatten, Alter. Das ist mir jetzt gerade einfach Dr. Ming. Gott, wie einfallslos, Alter. Oh, Mann. So, ich hab einen Schlüssel. Ich hoffe, dass jetzt auch mein Bruder dahinter steht und kein Monster. Was gefunden? Keine Aufzeichnungen. Tja, okay. Das ist noch die andere verschlossene Tür. Komm. Oh oh. Alter, ich habe echt so ein Gefühl, wir müssen jetzt mal irgendwann hier flüchten, oder? Wir haben bestimmt gleich überrascht von irgendwas. Wow. Oh, Aufzeichnungen zuhauf. Mal sehen, was wir finden. Alter. Das ist es. Das ist es, das Buch fürs Leben. Nein. Nein, auch nicht. Nein. Nein. Alter, übelst viele Aufzeichnungen, Mann, was geht? Aber das könnte ja überall sein. Wow. Cassandra M. Sam. Hast du da was? Das sind sie. Reichtümer des Paradieses? Wow.
Henry Avery. Der Gunsway-Raub. Was hast du da? Das habe ich noch nie gesehen. Ja, ich auch nicht. Aber das... Nein, das ist eindeutig Mams Handschrift. Nehm die Hände. Oh. Langsam. Oh, man. Das ist nicht nötig. Was hält er da? Hey, zielen Sie nur auf mich. Gib mir mein Buch. Okay. Okay. Tut mir leid, Nathan. Und was jetzt? Jetzt warten wir auf die Polizei. Hey, das wollen Sie sich doch bestimmt nicht antun. Stopp. Ich meine, das Leben von zwei Kindern zu zerstören, das... Ich will euch wirklich nicht erschießen. Kommen Sie, Lady, es ist doch gar nichts passiert, stimmt's? Wir alle müssen uns den Konsequenzen unserer Taten stellen. Müssen Sie ihn wenigstens gehen. Ich brachte ihn her, um Ihnen die Sachen unserer Mutter zu zeigen. Das ist alles, sie hat gar nichts damit zu tun. Was? Das heißt, das war allein meine Idee. Nein. Die Sachen eurer Mutter? Ja, die Aufzeichnungen sind von unserer Mom. Ihr seid Cassandra Morgens Jungs. Hi. Mein Gott. Er hat euch fast erschossen. Ja, könnten Sie noch immer. Also, würden Sie... Oh, erstmal eine Line Coke. Sie kannten Mom? Sie hat für mich gearbeitet. Wie ihr sicher bemerkt habt, bin ich sowas wie eine Sammlerin. Das ist mal eine Untertreibung. Also, hat Mom für Sie übersetzt? Eure Mutter war die brillanteste Historikerin, die ich je getroffen habe. Wir hätten gemeinsam so viel erreichen können. Doch dann ihre Krankheit, die... Tut mir leid. Nein. Schon gut. Das ist lange her. Von all ihren Entdeckungen wäre das die absolute Krönung gewesen. Sic Parvis Magna. Großes aus kleinen Ursprüngen. Sir Francis Drakes Wahlspruch. Ja, Latein und historische Figuren. Das waren unsere Themen beim Abendessen. Wir waren eine seltsame Familie. Hat sie euch je von ihrer Theorie über Sir Francis Drake und seine Nachkommen erzählt? Sir Francis Drake hatte keine Nachkommen. Das will die Geschichte uns weismachen. Aber eure Mutter und ich sahen das anders. Die Geheimnisse dieses Piraten zu lüften ist noch ein Abenteuer, dem ich Lebwohl sagen muss. Ich muss wohl vielem Lebwohl sagen. Verzeiht mir. Das Gerede einer alten Frau. Hier. Ihr habt genauso viel Anspruch darauf wie ich. Wer weiß? Vielleicht beendet ihr ja eines Tages, was sie begonnen hat. Also, sind wir aus dem Schneider, ja? Ich regel das mit der Polizei. Ihr habt ja reingefunden. Da findet ihr auch allein wieder raus, hm? Ja. Hier. Danke. Das Chaos tut mir leid. Okay, komm, Nathan. Gehen wir.
Oh nein. Nein. Alles okay? Stirb mir bloß nicht weg. Sonst sind wir schuld. Oh shit. Alte Frau erschlagen. Oh oh oh. Ich sehe es in der Schlagzeile. Die Drake-Brüder. Oh shit. Sam? Oh fuck. Jetzt sind wir gefickt. Warte, wir müssen doch was jetzt tun. Jetzt sind wir gefickt. Wir können sie doch nicht hier lassen. Wir können nichts für sie tun. Okay, wir müssen abhauen. Wenn die Cops uns hier finden, dann... Nathan! Wir müssen weg. Sofort. Oh, scheiße. Nee, ey. Oh, scheiße. Fenster, Fenster, komm! Fenster, Fenster! Los, lass uns verpissen. Schnell. Schnell, Alter! Okay, Alter! Raus jetzt! Raus jetzt! Komm mit mir. Nein! Wieso drücke ich denn auf Kreis, Alter? Und ich bin tot. Scheiße, Mann. Mann, in solchen Situationen, da darf einfach auch nichts passieren, wenn ich auf Kreis drücke. Das müssen die doch einbauen, dass ich mich da vertue, ey. Ich bin kompletter Uncharted-Anfänger, Mann. Ich habe noch nie einen Teil gespielt, ey. Alter, greif dich jetzt an dem Ding. Wobei ist natürlich nicht rechtfertigt, dass ich jetzt in Blödheit auf Kreis gedrückt habe. Ne? Aber trotzdem. So. Zieh. Los. Oh, und jetzt aber schnell weg hier. Ich komme. Oh, scheiße, ey. Eingangstor sieht gut aus. Eingangstor. Geht klar. Okay. Psst. Nein! Nein! Ajo, direkt nebendran, ey. Tja. Fuck, fuck. Fuck! Schnell! Oh fuck! Oh fuck! Fuck! Nein! Nein! Oh fuck! Renn, Alter! Renn, schnell! Gar kein Bock, das ist viel zu viel, Adi! Diese Action hier! Das ist mir viel zu viel. Ich kann diesen Druck nicht aushalten. Schnell. Lauf. Nein. Verpiss dich. Wo ist er? Da ist er. Zieh. Oh fuck. Oh yeah. Steig auf, los, komm! Ab aufs Fluchtmotorrad und weg! Los! Los! Oh man. Ja, liebe Freunde, mit diesem Ausblick werde ich den Part noch nicht beenden. Denn die Jungs haben noch was zu sagen. So, wir sind in Sicherheit. Lass uns mal kurz verschnaufen, ja? Hä? Was für eine Nacht, hä? Was für eine Nacht. Diese alte Frau. Hey, jetzt hör mir mal zu. Das vorhin war nicht unsere Schuld. Ich meine, die Frau, die war krank. Nein, ist ja okay, sich mies zu fühlen. Aber wir hätten da nichts tun können. Und was machen wir jetzt? Ich kann nicht zurück ins Waisenhaus. Du kannst nicht zurück zu deinem Job. Dann lassen wir es. Klar. Nein, ich mein's ernst. Wir beide hauen so weit von hier ab, wie wir überhaupt nur können. Ja? Und wie lange, bis die Cops uns finden? Oh, ich glaube, die suchen nach Nathan und Samuel Morgan. Ja, das sind aha. Wir. Aha. Wenn wir das nicht wären?
Nathan, vorhin in dieser Villa wusstest du genauso viel über diesen Kram wie diese arme alte Frau. Hier, ich wusste schon immer, dass das Schicksal Großes mit uns vorhat. Aber bis heute Nacht wusste ich nicht, was das heißt. Aber das, Moms unvollendete Arbeit, das ist unsere Chance, ein neues Leben anzufangen. Mit neuen Identitäten. Wovon redest du da? Ich kenne ein paar Leute. Die fälschen astrein Papiere. Und was unsere neuen Namen angeht. Mom glaubt, dass Sir Francis Drake hätte Nachkommen gehabt. Wer will das Gegenteil beweisen? Du meinst das ernst, oder? Nathan, das ist unser Schicksal. Und ich verspreche dir, du und ich zusammen, wir werden es weit bringen. Na, was sagst du? Nathan Drake.